Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. In diesem Video schauen wir uns mal an, wie das genau mit dem Slowen und dem Stunnen funktioniert. Denn das ist, denke ich, für nicht alle so verständlich, ja. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr es am effektivsten einsetzen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen! Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, nebenbei seht ihr ein bisschen Gameplay, ein paar Kämpfe. Da werde ich sicherlich auch den einen oder anderen verlangsamten Move einsetzen. Und darum soll es in diesem Video mal gehen. Zwar hat MetaHub einen Guide veröffentlicht, wo das auch erklärt wird. Und ich dachte, hey, das ist gar kein schlechtes Thema und das sollte ich mal aufgreifen. Und der Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Hier erstmal die Übersicht, wie sich das verhält, wenn man unterschiedlich schnelle Saurier einsetzt oder gleich schnelle Saurier einsetzt. Wer ist denn als erstes dran? If both dinosaurs have the same speed, the higher level dinosaur goes first. Also wenn beide Saurier die gleiche Geschwindigkeit haben, also wenn man den gleichen Saurier spielt und der gegnerische Velo zum Beispiel ist höher, dann ist der eher zuerst dran. If both dinosaurs have the same speed and level, the highest rarity dino goes first. Also, beziehungsweise, das davor war auch bei unterschiedlichen Videos, der mit dem höheren Level, ihr kennt es, Stegodeus 25 gegen den Indominus auf 20 ist der Stego schneller. Bei gleichem Saurier, beziehungsweise bei gleicher Geschwindigkeit und gleichem Level, ist der Saurier mit der höheren Seltenheit schneller. Heißt, einzigartige die schnellsten, legendäre, episch, selten, gewöhnlich. If both dinosaurs have the same speed, level and rarity, whoever enters the action first goes first. Das heißt, wenn ihr mit einem, ja, Stegodeus auf 20 gegen den Indominus auf 20 kämpft. Leute, klickt so schnell es geht. Der schneller klickt, bekommt den Erstschlag. Ja, was gibt es jetzt so für Möglichkeiten? Wenn man ganz normal den Übermächtigen einsetzt, dann ist es ja so, man slowt den Gegner, der ist in der Regel schneller. Der Gegner greift einen an, man verlangsamt ihn, in der nächsten Runde greift man ihn an und der Gegner greift einen selbst an. Mehr ist es schon nicht. Das ist das. Zum Beispiel beim übermächtigen Angriff ist das eben genau so. Bei anderen, wie Trunch-Sachen, dann ist es eben mehr als nur eine Runde. So, jetzt haben wir hier noch einen Punkt mit Stunning Moves und das ist ein ganz wichtiger Punkt mit Betäubung. Und ja, wenn ihr schneller als der Gegner seid, ich gehe auf den unteren Teil drauf an, wenn ihr schneller als der Gegner seid, man macht Schaden, der Gegner betäubt einen. Als nächstes kann man keinen Moves auswählen, also man kann nicht angreifen und der Gegner macht einem wieder Schaden. Das heißt, da ist der Stun schon mal gut gewirkt, denn der Gegner macht zwei Angriffe und man selbst macht nur einen. Wenn die gegnerischen Saurier schneller sind, sprich, die haben die Initiative und betäuben einen. They stun you, also die betäuben einen. Das, was man gerade ausgewählt hat, wenn man betäubt wird, kann man natürlich nicht realisieren. Und in der nächsten Runde können wieder beide angreifen. Das heißt, da ist es effektiv auch so, dass der Gegner zwei Moves macht und man selbst einen. Und das ist eigentlich auch genau richtig so, wenn man sich das überlegt. Das mit dem Betäuben soll nämlich dazu führen, dass der Gegner eine Runde keinen Schaden machen kann. Und das ist auch richtig so. Ja, jetzt kommt ein paar Special Kombination aus Stun und Verlangsamen, wie man das eben einsetzen kann. Also Turn 1, dafür steht das T übrigens, the opponent hits you hard. But using my above rule of thumb, you stun your opponent. Genau. Der Gegner ist schneller, man betäubt ihn. Der Gegner ist betäubt. In der nächsten Runde setzt man Superiority Strike ein, bekommt damit die Initiative und kann danach als erstes wieder eingreifen mit einem harten Hit, zum Beispiel beim Stegodeus. Das heißt, man macht hier, wenn man es zusammenzählt, drei Angriffe hintereinander. Das heißt, der Gegner greift an, dann greift man selbst dreimal an und der Gegner greift danach an. Effektiv gesehen macht der Gegner nur einen Angriff weniger als man selbst, aber wenn man sich überlegt, der Gegner könnte ja bei meinem eigenen dritten Angriff schon down sein. Dann hat man selbst drei Angriffe ausgeführt und der Gegner nur einen. Und das ist eigentlich auch die beste Taktik, es so auszuführen. Von wegen halt den Gegner zu betäuben, den dann zu verlangsamen. Also wenn man jetzt langsamer ist, dann ist man schneller und hat in der nächsten Runde die Initiative.
Der nächste Punkt ist Dragodistis gegen Stegodeus. You have Dragodistis vs. Stegodeus. You open with Rampage. Stegodeus uses Superiority Strike, slowing you for one turn. Genau. Man hat eben den Dragodistis gegen Stegodeus. Das ist mir selbst auch schon häufig passiert. Man eröffnet mit Rampage. Der Gegner wird einen sehr wahrscheinlich verlangsamen. Und der Gegner kann einen ja nicht betäuben. So. Stegodeus uses Rampage. You use Greater Stunning Strike. Genau, der Gegner haut seinen dicken Schaden raus. Man selbst betäubt ihn. Dann nächste Runde. Stegodeus is stunned and loses priority. You use Rampage. Das heißt, da hat man auch eben wieder den Vorteil, der Gegner, das ist nämlich genau das andere, wenn der Gegner einen übermächtigen Angriff spielt und er wird verlangsamt, danach ist, oder er hat einen verlangsamt und er wird betäubt, so ist es richtig, danach verliert er oder betäubt einen selbst, wie auch immer, dann verliert man selbst die Initiative. Das ist ganz häufig auch der Fall, lasst mich überlegen, bei welchem Saurier habe ich das häufig. Genau, das ist beim Dragodistis gegen Indoraptor Matchup. Ihr verlangsamt den Gegner und wenn ihr dann den Gegner betäubt, ja, dann macht ihr zwar auch einen Move mehr, aber der Gegner ist danach die Runde wieder schneller als ihr und ihr seid down, weil er seinen starken Angriff ready hat. Deswegen zum Beispiel bei dem Matchup Dragodistis gegen Indoraptor erst betäuben, also das Hoffen, dass man das, also erst Rampage, dann betäuben, man hoffen, dass man das so lange aushält. Heißt, man betäubt ihn, verlangsamt ihn danach und greift dann an. Dann hat man auch gegen einen Indoraptor, genau so wie das oben beschrieben war, eben drei Angriffe in Folge und kann dem ordentlich reinhitten oder zumindest versuchen, durch die Tarnung durchzukommen. Jetzt kommt noch der Special. Wenn der Gegner, wenn ihr betäubt, der Gegner ist eigentlich langsamer und setzt seine Initiativfähigkeit ein, verlängert ihr genau auch das Ganze um eine Runde. Sprich, weil der Indoraptor oder wer auch immer dann ausweichen möchte, hat ja in dieser Runde, wo ihr betäubt, schon einen Zug gemacht. Das heißt, beispielsweise beim Blitzansturm, das denke ich ein gutes Beispiel. Torodalazor gegen Indoraptor. Ich setze Blitzansturm ein. Indoraptor würde eine Runde betäubt werden. Ich werde danach wieder langsamer, bekomme direkt den Schaden an. Ich setze Blitzansturm ein. Ja, das passiert ganz oft in den Kämpfen, wenn man eben den Tor schon länger drin hat. Der Gegner wechselt den Indoraptor ein. Der Gegner setzt Ausweichen ein, ist vor einem dran, weil er Initiative hat und die Basisgeschwindigkeit höher ist als die eigene. Er weicht aus, wird betäubt und dann kann man ihn dann verlangsamen und ist dann in der nächsten Runde noch weiterhin schneller. Da kann man dann eben auch drei Angriffe in Folge einsetzen und das, weil der Gegner quasi einen Spielfehler gemacht hat. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den müsst ihr euch unbedingt, wenn ihr gegen den Indoraptor spielt, merken. Da könnt ihr richtig was raushauen. Ja, letzter Punkt. You get to go again because you have priority. You use instant invincibility to protect yourself from the incoming rampage of the Gemeister. Genau, das wäre einfach das mit dem Dragodistis-Matchup, dass wenn man die drei unten gespielt hat, dass man dann seine Unverwundbarkeit spielt und das Ganze dann später wieder von vorne losgehen kann. Ja, das war mein anderes Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Spiel habt oder Themen von mir behandelt haben möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da und auch ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Stream. Macht's gut, bis dahin und ciao.